So, aber meine Vermutung ist ja, dass der sich jetzt verwandelt zu dem Typen, den wir eben gesehen haben. Deshalb wird er jetzt Helene hingehen. Hab's gehört. Ich will nicht sagen, dass Helene entbehrlich ist, aber Helene ist eh schon angeschlagen. Wir geben ihr ja genug Support auch, ne? So, Overwatch. Du, Cedric, gehst da in Sicherheit. Ja, und trittst die Tür ein. So. Bin unterwegs. Na dann. Ihr könnt mich genauso gut hier zurücklassen. Von hier erfahrt ihr nichts. Hä? Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen. Ob er will oder nicht. Ziele wurden aktualisiert. Okay. Dann zurück. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht noch mehr Gegner. Auf dem Weg. Overwatch. Nicht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, so ist es halt. So, Kopf runter. Aber ich habe ja noch jemanden auf dem High Ground. In Bewegung! We have the High Ground. Overwatch. Ach, Heilung können wir echt gut gebrauchen. Wer hat denn hier alles kaputt gebombt? Bin unterwegs! Overwatch. Commander, wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Oh, nach oben. Scheiße. Yes. So muss das sein. Max, du hast wieder mal deinen eigenen Arsch gerettet. Schönen Kill auf einmal gemacht. Mit Reflexschuss. Das war echt gut. Und darum holst du dir gleich den nächsten. Daneben. Verdammt! Feind lebt noch! Nochmal zweiten Overwatch. Cedric, dich müssen wir ein bisschen am Leben halten. Bestätigt. Shit, Overwatch. Na los, komm. Nice. Ja, Reflexschutz ist gut. Der Anfang. Das ist nur eine Frage der. Ja, das mit dem Reflexschuss bei Max, der hat auch bei Angriff jetzt einen Reflexschuss, wenn er im Overwatch ist, also nicht nur bei Bewegung. Und das hat ihm, glaube ich, jetzt gerade eben das Leben gerettet, ne? Muss man einfach so sagen. Ja, du hast ein Medipack, aber da ist kein Bist du. Da ist leider nichts mehr drin. Keine Medikit-Anwendung mehr übrig. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Bin schon da! So. Ich hoffe, das waren jetzt alle hier. Verstanden! Unterwegs! Ja,
Auf jeden Fall. Verstanden, Commander. Das würden wir alle machen. Mache ich auf jeden Fall. Also du bist da unser wichtigster Sanitäter. Alter, ist der Weg lange zurück, ey. Unterwegs. Eieieiei. So. Abdullah geht darüber, der Überlebende. Ihr seid nichts als ein Haufen Marionetten. Der will, dem will nicht geholfen werden, ey. Vorsicht da draußen. Feindkräfte in Bewegung. Ja, ja. Ach, schießt, da sind doch noch welche da. Das gibt's doch nicht, ey. Oh, Max, du schießt. Oh, nice. Ich brauch Munition! Max muss nur nachladen, aber das war sehr gut. Geladen Max, und geiler Reflexschuss. Könnte da hoch mit dir, aber ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Aber du bist da oben. Aber weißt du was? Bestätige. Wir setzen dich hier hin. Wir setzen dich auch auf Overwatch. Position bestätigt. Und gehst auch in Overwatch. Gehen jetzt alle in Overwatch. Das ist reine Zeitverschwendung. Spur des Dahin, damit du ein bisschen in Sicherheit bist. Da oben hast du eine gute Trefferchance, Max. Ja. Ich könnte dich hier hochsetzen. Nö. Nee. Ich mache jetzt einmal nochmal Overwatch. Bei allen. Und gucke mal. Du machst den Kopf runter. Was wollt ihr damit beweisen? Ob er sich nochmal bewegt. Da sieht ziemlich aus und dann kommt der Reflexschuss. Max, geiles Ding. Ja. Bewegung. Das muss ja irgendwo langsam gewesen sein. Ja, ich denke mal auch. Geht trotzdem ein bisschen vorsichtiger vor. Aber das klingt schon mal so, als ob es ein bisschen safer ist. Ja, Max, das ist ein guter Skill, den wir da, wo wir dich hingebracht haben. So, du auch, der nicht gerettet werden will. So undankbar, wirklich. Strike One, wir orten feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Wahrscheinlich ist das irgendwie alle zwei Runden oder so. So. Dann heißt es wieder. Oh, kann man treffen? Nee, ich mach dich auf Overwatch. Bestätige. Ich setze mal hier rüber. Stabilisieren, kein Medikit. Wieder
wieder alle in Overwatch. Dann müssen wir jetzt durch. Du gehst dahin und machst dann den Kopf runter. Bei dich müssen wir... Los, komm, komm raus. Max! Los, komm, versuch dein Glück. Keine Bedrohung mehr! Verstanden, Commander! Alter, die Waldfee, ey. Okay. So, jetzt alle da rein. Hariri. Packen wir es an. Boah, den kriege ich natürlich nicht rein, ne? Einsatz abbrechen? Nein. Einsatz fortsetzen. Wer macht denn so einen Quatsch? Hab's gehört. Einsatz abbrechen. Ah, aus mir bekommt er trotzdem nichts heraus. Ausgezeichnet, Commander. Unser Freund hier ist zwar noch nicht sehr kooperativ, aber ein Gespräch mit Dr. Warren dürfte seine Zunge lockern. Du kommst in die Verhörkammer, ey. Puh, okay. Max, du wirst wieder befördert. Wenn man panzerbrechende Munition teilt zusätzlich 50% mehr Schaden geringen Roboter aus. Oder Blitzreaktion bietet einem Feldposten einen zweiten Reflexschuss, sofern der erste ein Treffer war. Ich glaube, wir wissen, was wir nehmen, ne? Ne, wir hatten das gar nicht bei dir mit der einen, mit dem Reflexschuss, aber das war bei jemand anders. Aber das mit dem Reflexschuss, da du ja anscheinend eh so gut bist, Max, mit Reflexschuss. Blitzreaktion. Sehr gut. Sehe ich auch so. Das ist schon mal sehr gut. Xatrix, leider keine Beförderung. So, Corporal für Helene, die müssen wir noch umbenennen. Fischer. Taktikverständnis plus 5. Das nächste Mal bestimmt. Ja, du hast nicht so viel geschossen, du hast mehr geheilt und dann wollte ich im Leben halten. Ja, auf jeden Fall. Plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite. Ist auch nicht schlecht. Aggression gibt eine um 10% bessere Chance auf kritische Treffer. Pro Gegner in Sicht. Also Aggression oder Taktik? Also Verteidigung sozusagen oder Aggression? Das ist hier die Frage, was wir machen. Natürlich nicht schlecht für Verteidigung pro Sichtweite. Also wenn jetzt irgendwie 5 in Sichtweite sind, dann aber 10% auf bessere Chance auf kritische Treffer ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde das nehmen. Ich nehme das. Bestätigen. So, und jetzt noch bei Abdullah. Neue Ausbildung. Sturm und Schuss. Ist also auch ein Sturm. Das ist ja klar, was wir nehmen. Da gibt es ja nur das eine. Ermöglicht in der Runde Sturm und Schuss aktiviert. Aber schade, dass wir nicht wieder noch einen Sniper haben. So, weiter verleihen. Der folgende Orden sind zusätzliche Verleihungen verfügbar. Geht zur Kaserne. Don't panic. Können wir nochmal verleihen. Sehr gut. So, wir haben dünner Mann-Autopsie, ein paar Sektoidenleichen, dünne Männerleichen, 8 Stück und 14 Waffenfragmente. Neues Gebäude verfügbar. Die Werkstatt ist da. Oder können wir die jetzt bauen? Ne, die können wir jetzt bauen, ne? Ja.
Weil jetzt haben wir einen Wissenschaftler, einen Ingenieur und wir bleiben in Kontakt, gekriegt. Commander. Bleiben wir immer doch. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Ja, bitte, bitte. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. So, einen Tag noch für die Strahlenwaffen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Einer, nicht mehrere. So, das Genlabor ist in einem Tag fertig, die Gießerei. Oh. So. Hier können wir nichts Neues bauen. Hier überlege ich, ob ich mal einen... Stellen wir einen davon her, falls wir es brauchen. Und... Nee, das war nichts. Commander, wir haben einige Verluste erlitten und noch keinen passenden Ersatz gefunden. Wir müssen weitere Soldaten über die Kasernen rekrutieren. Ja, so sieht's aus. Was ich ja hier machen wollte. Gute Besserung. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Kauf. Gute Besserung, Upgrade. Ja. Der Trupp. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Wo war denn das? Truppgröße 1, ja. Gute Idee. Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenkraft. Ja, das hätte man ganz am Anfang kaufen müssen, ne? Man lernt schnell, jeder Abschuss bringt 25 mehr Erfahrung. Ist natürlich auch geil. Aber Truppgröße, guter Hinweis. Danke dir, Xatrix. Orden. Ich habe hier noch einen Don't Panic, Orden verleihen, und zwar weiß ich schon, wer der Anwender ist. Xatrix, hiermit hast du deinen Orden. Ja, das Spiel geht ewig, gerade wenn man dann versucht, Sachen zu verstehen. Bitte, bitte. Hast ihn dir verdient, auf jeden Fall. Nochmal speichern hier. Und dann mal gucken, was wir noch machen können. So, Genlabor ist gleich fertig. Das wollen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Genlabore sind jetzt einsatzbereit. Und könnte jetzt hier noch ein normales Labor hinschicken, hinmachen. Gibt auch noch mal mehr Wissenschaftler. Kostet 3 Energie. Da sind wir bei 41. Und da muss ich langsam mal drüber nachdenken. Aber das können wir hier schon mal planen. Dann machen wir da schon mal den Abbruch. Dann kommen dann hier Energiegebäude hin. Commander, so. Das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen. Nice. Sie müssen lediglich den Befehl dazu geben. Diese Einrichtung wird das Herzstück unseres genetischen Modifikationsprogramms. Na, unsere Soldaten werden völlig neue Fähigkeiten erhalten und auf dem Schlachtfeld effektiver kämpfen als jemals zuvor. Je mehr wir über die Genetik der Aliens in Erfahrung bringen, umso größer wird die Bandbreite der verfügbaren Modifikationen werden. Ah, du bist leider noch krank. Dich können wir leider nicht genmanipulieren. Ein Xatrix können wir machen. Bessere Augen für mehr Zielgenauigkeit. Nach einem Fehlschuss. Höhenvorteil gewährt zusätzlich 5 Zielgenauigkeit. Ah, hier. Ja, die können wir leider noch nicht genmanipulieren, Max. Also, und das fand ich auf jeden Fall interessant. Heildauer von Verwundungen verkürzt sich um 66%.
Und der Soldat regeneriert 2 TP pro Runde bis zum TP-Maximum ohne Rüstung. Und das finde ich richtig geil. Das sollte eigentlich jeder von unseren kriegen. Also. Wie lange, warte mal, wie lange dauert denn das? Zum Entfernen anklicken. Kostet 15 Meld und 30. 3 Tage. Du bist jetzt die einzige Soldatin quasi, die wir haben. Aber auch wichtig, wichtig, wichtig. Ich warte damit nochmal. Aber nicht. Die Meldsubstanz war bei der Entwicklung von genetischen Modifikationen von unschätzbarem Wert. Aber bisher mussten wir uns auf die Veränderung von vorhandenen menschlichen Organen beschränken. Dank der neuesten Autopsieergebnisse ist es uns jetzt auch möglich, physiologische Komponenten der Aliens in unser genetisches Modifikationsprogramm zu integrieren. Vielleicht ist es ja zu viel verlangt von unseren Soldaten, aber es würde sie auf dem Schlachtfeld noch effektiver machen. Ja. Das auf jeden Fall. So, ich lasse doch mal ein bisschen Zeit vergehen. Haben wir nämlich Strahlenwaffen, Laserpistole, Lasergewehren. Das will ich haben. Lasergewehr. So. Plasma ist natürlich noch geiler. Das ist das Wichtige. 4 Tage Splitter, Alienmaterial habe ich immer noch nicht gemacht. Da können wir dann wahrscheinlich Panzerungen dann machen. Präzisionslaser, Alienwaffe scheint eine Reihe von Kristallen zu benutzen, auch nicht schlecht. Schwerer Laser. Präzisionslaser ist wahrscheinlich dann für Sniper und das schwere Laser wäre dann was für Max. Alien Nav Computer ist auch krass. Ey, so viel. Ey. 3 Tage. Leichtes Plasmagewehr wäre natürlich geil, aber das hat zu viele Fragmente noch. 20 benötigt. Na, dann machen wir halt das. Mal gucken, was wir daraus kriegen. Quatsch, wollte keine Einrichtung bauen, sondern Gegenstände. 12 Ingenieure. Alter. Okay, da müssen wir ein bisschen auf Ingenieursammlung gehen. So, fange Außenwelten abgeschlossen, erforsche den Außenwelten in Gang. Das sind unsere aktuellen Ziele. So, ich wollte ja noch kurz speichern. Abfangjäger in Amerika, das ist gut. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Mologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Jetzt die Frage, was wollen wir nehmen? Aber ich würde sagen, es ist eh schon spät. Also ich tendiere zum Sniper. Aber da es schon recht spät ist und ich morgen wieder früh raus muss, würde ich sagen, ist Schluss für heute.